Hallo Five-Fans, ich bin's hier, Max hier von Ground & Pound TV und stehe mit einem alten Bekannten, meinem ehemaligen Kollegen AJ. Hi AJ, wie geht's dir? Boah, mir geht's super. Und amüsierst dich heute? Wir sind heute Respekt 6. Amüsierst du dich? Gute Veranstaltung, ja? Total geil. Also ich finde das super, was der Ben und der Sebastian auf die Beine gestellt haben. Super Halle, super Veranstaltung, total geiles Licht, geiler Sound, super Kämpfe auch. Also richtig geil. Ich freue mich natürlich auch auf den Main Event. Ne? Ja, und wenn wir jetzt gerade bei geilen Veranstaltungen sind, ist mir zu Ohren gekommen, wegen, du hast wieder was in petto. Am 1. Oktober geht's los, Brazilian Night. Willst du mal dazu sagen, was das ist, was da passiert? Also Brazilian Night ist im Prinzip eine Anschlussveranstaltung zu einem Kinderworkshop im Capoeira. Wir machen 3 Tage Capoeira-Workshop in Hagen. 30. September, 1. Oktober, 2. Oktober. Und Samstagabend wird dann halt groß gefeiert, weil die Kinder auch ihre erste Kordel bekommen und so weiter. Und jeder ist herzlich eingeladen in Hagen. Und das ist auch gleichzeitig die Eröffnung von meinem neuen Gym. Ich habe ein Gym aufgemacht in Hagen, in der Düppelstraße 26, kurze Werbung. Ja. Du darfst das. Danke. Ja, und im Prinzip war es das. Also das Brazilian Night ist halt brasilianisches Feeling, halt zusammenhängend mit Capoeira, mit einer Capoeira-Show, mit Samba, Salsa, Forró, Brazilian Sounds, Brazilian Latin House, alles dabei, mit Caipirinha und Bier und Co. Also von wegen, für die Stimmung, gute Stimmung ist ja schon mal gesorgt, gute Musik, kalte Trinks, ja, und heiße Rhythmen, ja? Absolut, also kommt vorbei, überzeugt euch, es wird ein geiler Event, auf jeden Fall. Aber da habe ich noch eine Frage, dein Gym, wie heißt denn der dann? Ja, du hast mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt, weil das ist vom Verein eigentlich und wir müssen natürlich ein bisschen abstimmen. Wir haben so 2, 3 Namen im Gespräch, aber die werden an dem Abend bekannt gegeben. Also ich will nicht zu viel verraten noch. Also von wegen, dann lohnt sich auch noch vorbeizukommen, dann weiß man auch, wie der Gym heißt. Alles klar. AJ, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast. Willst du noch irgendwas den Zuschauern sagen? Ja, vielen lieben Dank für das Supporten auf jeden Fall von unserem Sport. Danke an Ground & Pound, Ground & Pound TV. Markus, vielen lieben Dank, dass du mich gerade angehauen hast. Hast nicht Bock auf ein Interview, das finde ich immer wieder geil. Ja, vielen lieben Dank und immer wieder gerne. Alter, wenn nicht für dich, für wen denn sonst, okay? Danke. Alter.